Zum letzten Mal in seiner Amtszeit hatte Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora am vergangenen Dienstag zum städtischen Neujahrsempfang in die Lausitzhalle geladen. Passend zur ABBAs The Winner Takes It All zeigte er sich dabei recht kämpferisch. Insbesondere Richtung Dresden und Berlin waren seine deutlichen Forderungen gerichtet. So müsse man beim Thema Behördenansiedlungen in der Lausitz den Namen Hoyerswerda öfter lesen können, war Skoras Botschaft. Es dürfen dort nicht immer nur Dresden, Cottbus, Bautzen oder Görlitz stehen. Auch die schnelle Verkehrsanbindung in die Landeshauptstadt per Bahn sei elementar und der dreispurige Ausbau der B97 für ihn noch lange nicht vom Tisch. Für das wohl wichtigste städtische Projekt in diesem Jahr liefert der Rathauschef gleich die persönliche Begründung dazu. Also für mich ist das wichtigste Projekt die Oberschule, dass wir alles das, was wir uns vorgenommen haben, mit der Oberschule fertigstellen, sodass sie dann in diesem Jahr in Betrieb geht, durch die Schülerinnen und Schüler in Betrieb genommen werden kann. Dann gucken wir uns noch die Planung an für die Turnhalle. Aber das Allerwichtigste in diesem Jahr ist wirklich die Oberschule, weil das ist wirklich ein Highlight für die Entwicklung der Stadt Hoyerswerda. Und das ist auch städtebaulich ein Highlight. Aber es ist einfach schön, eine Schule in Betrieb zu nehmen. Rückblickend auf seine im Oktober Ende 14-jährige Amtszeit lässt Skora noch einmal die Herausforderungen der Vergangenheit Revue passieren. Dabei stand wohl an erster Stelle die Aufgabe der Kreisfreiheit der Stadt Hoyerswerda. Mit nachfolgender Haushaltskonsolidierung und Positionsbestimmung als kreisangehörige Stadt im neuen Landkreis Bautzen. Eine aus meiner Sicht Mammutherausforderung in größter Komplexität. Sie ist uns gelungen. Und er hätte schon damals daran gedacht, dass wir jemals finanziell in der Lage sind, einen Doppelhaushalt zu erstellen, um die positiven Entwicklungen der Stadt Hoyerswerda nachhaltig zu gestalten. Kritische Worte fand der OB auch zum allgemeinen gesellschaftlichen Umgang miteinander, besonders zu den mittlerweile in sozialen Netzwerken in Vielzahl zu findenden Anfeindungen gegenüber Landes- und Kommunalpolitikern sowie gegenüber Ehrenamtlichen. Dies habe mittlerweile eine Form erreicht, die absolut nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht und gegen die wir uns auch öffentlich stellen müssen und ganz deutlich positionieren. Nachdem sich anschließend im Sektempfang im oberen Foyer hatten die Gäste ausreichend Gelegenheit, sich in persönlichen Gesprächen über Vergangenes und Zukünftiges auszutauschen. Zu einem möglichen Kandidaten für seine Nachfolge wollte sich Skora nicht äußern. Erst kürzlich hatte das Hoyerswerda Tageblatt mit Bernsdorfs Bürgermeister Harry Habel den Wunschkandidaten der Zeitung öffentlich gemacht.